Der Anlass des Seminars heute ist das traurige Jubiläum von 40 Jahren Neoliberalismus in Chile. Chile gilt als Modellland des Neoliberalismus. Und wir haben uns heute damit beschäftigt, wie in der Diktatur mit brutalen Mitteln, aber auch oder gerade, wie Carlos argumentiert, gerade in der Demokratie mit langsamen Reformen, mit nicht ganz, ganz eindeutigen Reformen, mit über perfide Mechanismen dieses Herrschaftssystem aufrechterhalten werden kann. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie schwierig es ist, wenn Menschen über Verschuldung und über prekäre Arbeit in dieses System so eingebunden sind, dass sie nicht dagegen, sich nicht dagegen auflehnen können. Gerade aber auch, wenn durch Medien und Bildung neoliberales Denken in der Gesellschaft immer stärker wird. Dennoch sehen wir diese Proteste heute in Chile und vielleicht ist das eine zu steile These, aber ich denke, vielleicht könnte Chile ja vom Modellland des Neoliberalismus auch noch zum Modellland des Protests gegen Neoliberalismus werden. Zumindest wollen wir darüber heute sprechen. Denn angesichts dieser verkrusteten Strukturen, über die wir heute gesprochen haben, stellt sich die Frage, wie konnte es zu diesem Erstarken der sozialen Bewegungen kommen? Und dann aber auch im nächsten Schritt, welches Potenzial steckt in diesen Bewegungen? Können die tatsächlich gesellschaftliche Veränderungen anstoßen? Ich freue mich sehr, dass ich das heute hier diskutieren kann. Mit mir auf dem Podium sind Carlos Pérez Soto, den wir bereits vorgestellt hatten. Er ist einer der bekanntesten linken Theoretiker in Chile. Er lehrt an unterschiedlichen Universitäten in Santiago de Chile und eines seiner Lieblingsthemen ist dabei der Marxismus. Er steht im intensiven Austausch mit den sozialen Bewegungen im Moment und möchte als Marxist die theoretischen, analytischen Grundlagen auch für die sozialen Bewegungen liefern. Darüber werden wir nachher auch mit ihm sprechen. Daneben Christian Rousseau ist Journalist und freier Mitarbeiter des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile Lateinamerika in Berlin. Er arbeitet vor allem zu Brasilien und in Brasilien beschäftigt er sich besonders mit den sozialen Bewegungen, die sich gegen industrielle Großprojekte zur Wehr setzen. Direkt zu meiner Rechten, Pavel Eichin, haben gerade auch einige von Ihnen schon in einem Workshop kennengelernt. Pavel ist Frankfurter Jung und Chilene und ist in Frankfurt geboren und hat von 1991 bis 2005 wieder in Chile gelebt. Das heißt, er kennt beide Gesellschaften sehr gut. Als die Bildungsproteste 2006 begonnen haben und dann 2011 stärker wurden, war er also nicht mehr in Chile, aber er steht in stetigem Austausch, in Kontakt mit seinen Familienmitgliedern und Freunden, die daran auch beteiligt sind und hat die sozialen Bewegungen und Proteste dort sehr eng verfolgt. Pavel, ich fange gleich mit dir an. Du, wie gesagt, die Proteste 2006, 2011 haben viele Menschen überrascht und dabei sind die Studierenden und Schüler längst nicht mehr die einzigen, die auf der Straße sind. Wie kannst du dir erklären, dass es zu diesem Erstarken der sozialen Bewegungen in Chile kam? Was ist da los? Hallo. An mich, ja. Ich bin gerade ein bisschen schlapp, muss ich noch dazu sagen, bevor ich anfange zu reden. Also wenn Sie was nicht verstehen, ist es nicht, weil ich so dunkel bin, sondern weil ich vielleicht einfach nicht ausgedrückt habe, konnte, was ich sagen wollte. Dann fragen Sie bitte nach. Also ich kann mir das gar nicht erklären. Aber es gibt ein paar Punkte, wo man versuchen kann, ein bisschen darüber nachzudenken. Ich bin prinzipiell immer ein bisschen misstrauisch, wenn Erklärungen in einem zu großen Bogen gemacht werden und wenn die Sachen zu sehr vereinheitlicht werden. Die Kämpfe, die gerade in Chile stattfinden, sind keine neuen Kämpfe, aber es gibt neue Dimensionen, es gibt neue Qualitäten. Als ich in Chile studiert habe, hat kaum jemand überhaupt die Frage gestellt, ob es gerecht ist, derart hohe Studiengebühren zu bezahlen. Ich glaube auch, dass es für manche sogar eine Art Statussymbol war. Trotzdem kann man davon ausgehen, glaube ich, dass es die Tatsache,
dass die Schüler und die Studenten sozusagen jetzt die Proteste angeführt haben. Aber nicht nur, das will ich auch gleich dazu sagen, es gibt in Chile sehr wichtige Kämpfe, die gerade ausgetragen werden, die aber hier größtenteils verschwiegen werden. Ich denke dabei an die Kämpfe der Mapuche und an die Kämpfe unter anderem, die in den Regionen ausgetragen werden, wie in Fredina, wie in Magallanes, wie Pascualama. Also, und jeder einzelne dieser Kämpfe hat ganz, ganz eigene und bestimmte Dynamiken. Zurück zu den Studenten und zu den Schülern. El Pinguinazo. Das ist so ein schönes, unübersetzbares Wort. Das ist wie wenn ein Pinguin ganz doll aufstampft. Ja. Und Pinguine sind die Schüler, weil ihre Uniform, ihre Schuluniform an Pinguine erinnert. Soweit ich das überblicke, war der Auslöser des Pinguinazo ein Problem mit den öffentlichen Transportmitteln, die natürlich nicht öffentlich sind. Aber es gibt sowas wie bestimmte Dinge wie ein Pass, der es den Schülern ermöglicht, weniger für die Fahrt zu bezahlen. In Santiago muss man immer, wenn man in den Bus steigt, die Fahrt bezahlt werden. Und wenn man aussteigt, ist die Fahrt zu Ende. Also will man irgendwo anders weiterfahren, muss man wieder zahlen. Beziehungsweise das war so, das ist jetzt verändert worden, aber zum Zeitpunkt des Pinguinazos war das noch so. Was ich damit sagen will, ist, dass die Fahrtkosten einen nicht unbeträchtlichen Teil der Löhne der ärmeren Familien, also der Mehrheit, beanspruchen. Ja, wenn man einrechnen muss, dass man als Familie Fahrtkosten für Vater, Mutter und vielleicht zwei Kinder aufbringen muss, dann ist das beachtlich. Ja, und dann gibt es solche Praktiken wie mit dem Busfahrer zu verhandeln, ob man nicht für weniger mitgenommen wird oder sich auf den Bus zu schleichen. Also es ist ein wichtiges Thema. Und es gab, wenn ich noch klar bin, dann gab es eine Verzögerung in der Ausgabe der Ausweise, die es ermöglichten, billiger zu fahren für die Studenten. Und daraufhin sind die Studenten auf die Straße, also die Schüler auf die Straße und haben recht spontan dort, wo sie waren, alles lahmgelegt. Und der Hintergrund von diesen Protesten, der jetzt dieses Fahrpreisproblem ausgelöst wurde, ist aber, dass die Studenten und die Schüler sehr genau mitkriegen, was es für ihre Familien bedeutet, dass sie auf eine Schule gehen können oder dass sie studieren können. In Chile bedeutet es, sein Kind auf die Schule zu schicken, beziehungsweise es gibt verschiedene Schulen. Es gibt Schulen, die kosten nichts, aber so wird überall gesagt und so hat es auch jeder im Kopf. Wenn ich mein Kind auf eine Schule, auf eine normale Schule schicke, dann hat es sehr viel schlechtere Chancen. Und das ist ein Fakt. Deswegen ist die Anstrengung, in die Bildung der Kinder zu investieren, sehr hoch. Und diese Anstrengung verdonnert die Eltern, meistens Vater und Mutter, dazu Schulden zu bezahlen, die zum Teil dann auch noch von den Kindern weiter bezahlt werden müssen. Also die Erziehung der Kinder beansprucht einen wichtigen, wichtigen, wichtigen Einteil dessen, was die Familie in der Lage ist zu erwerben, zu produzieren. Das heißt, in diesen Protesten gab es einen großen Rückhalt, ich straffe das jetzt ein bisschen mehr, also das gilt auch für die Studenten, einen großen Rückhalt in den Familien und in der Bevölkerung, weil jeder das Problem kannte. Jeder konnte das nachvollziehen und jeder fand es gerechtfertigt. Die Studentenbewegung hat in ihren höchsten Momenten des Rückhalts in der Bevölkerung, es gibt verschiedene Ziffern, es wird über 80 gesprochen, 86 habe ich gehört, also etwas, was eigentlich so in der Forschung gar nicht zustande kommt. Man müsste eigentlich immer sofort misstrauisch werden. Wie kommt so eine Ziffer zustande? Es ist aber so, dass wirklich jede Familie das Problem kennt und genau weiß, worum es geht. Und dass es geht ums Geld und es geht um die Schulden. Eine Familie mit drei Kindern muss häufig entscheiden, welches von den dreien studieren kann. Also nur, um mal die Dimension der Sache zu fassen, ja.
Parallel dazu gibt es immer mehr eine Erfahrung des Scheiterns des neoliberalen Diskurses auf der Ebene der Versprechen des besseren Lebens, sage ich mal, dass der chilenische Weg zum Wohlstand führt, dass gesellschaftliche Probleme gelöst werden. In letzter Zeit sind sehr viele Dinge bekannt geworden auf einer Ebene, dass es zum Beispiel in den Medien nicht mehr verschwiegen werden kann, dass man, ich benutze jetzt mal diesen Ausdruck, weil er in Chile sehr häufig benutzt wird, dass man verarscht wird. Dass man, wenn man ein Medikament in den Apotheken kaufen möchte, im Wunderland des Wettbewerbs sich die großen Apothekenketten abgesprochen haben, wie hoch denn dieser Preis zu sein hat. Das sind alles bewiesene Dinge. Also da sind Leute vor Gericht gekommen, es ist natürlich nichts passiert, aber es konnte nicht mehr verschwiegen werden. Und dies ist auf sehr vielen Ebenen passiert. Ernährung, also Supermarktketten, Fleischprodukte, wird die Preise werden ausgehandelt, ausgesprochen. Fast alle wichtigen Projekte, die in Frage gestellt wurden, Projekte für zum Beispiel Staudämme oder um bestimmte Ressourcen, Kupfer und Gold und so abzubauen. Wenn man sich das dann anguckt, dann wird klar, wie gemauschelt wird. Um zum Beispiel bestimmte Studien zu umgehen, die eigentlich überprüfen müssen, ob das Ganze zu vereinbaren ist mit der Umwelt und mit den Menschen, die dort leben. Also es gibt eine sehr, sehr vermehrte, starke und nicht von der Hand zu weisende Erfahrung des Verarschtwerdens. Das ist, was man fühlt und das ist, was man, was meiner Ansicht nach auf einer absolut wichtigen Ebene der Auseinandersetzung den bisher einschläfernden Diskurs in Frage stellt, des erfolgreichen Chile, des makroökonomisch blendend dastehenden Chiles. Und das führt dazu, dass die Studentenbewegung, abgesehen von ihren Forderungen, die zum Teil sehr interessant sind, zum Teil auch durchaus auch naiv sind, aber dass sie etwas losgetreten haben, wo das System sich zum ersten Mal wirklich in der Defensive fühlt und es nicht einfach so behauptet werden kann, es ist ja schon erwiesen, dass dies der einzige gangbare Weg ist. Und ich glaube, dass auf dieser Ebene der Erzählung dessen, wo das Land hinsteuern soll und wer es regieren soll und wie es regiert werden soll, dass auf dieser Ebene wichtige Brüche aufgetreten sind, die, wie ich gerade sagte, ein entscheidendes Moment, eine wichtige Waffe in diesem Schlachtfeld sind. Auf anderen Ebenen ist es nicht so. Also die Studenten haben es nicht geschafft, sich mit Gewerkschaften so zu verbinden, dass zum Beispiel in ihren Aktionen gleichzeitig auch die Kupferproduktion lahmgelegt wird oder die Häfen, also dort, wo die Regierung empfindlich getroffen werden kann. Das haben sie bisher nicht geschafft. Aber dieser monolithische Diskurs, der ist aufgebrochen. Und das, finde ich, ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Danke. Ich denke, das ist in Brasilien im Moment, zumindest könnte man meinen, eine ganz andere Erfahrung. Brasilien gilt ja momentan weltweit als ökonomischer Champion oder Gewinner der letzten Jahre. Und auch wenn Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen und wir auch bei Medico diese Entwicklungsstrategie von Lula bzw. Dilma immer wieder kritisieren, müssen wir doch alle zugeben, dass die Sozialprogramme, die in den letzten Jahren umgesetzt wurden, wirklich Millionen Menschen erreicht haben und aus der Armut holen konnten, bei Millionen Menschen ankommen. Und deshalb war es aus meiner Sicht wahnsinnig überraschend, dass was im Juni diesen Jahres in Brasilien passiert ist. Aber es ist uns vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen, zu den Hintergründen und auch zu den Unterschieden zu Chile. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen darf.
Einer der bekanntesten zeitgenössischen Philosophen Brasiliens, Paulo Arantes, wurde kurz nach Beginn der Massendemonstrationen gefragt, woher kommen denn diese Demonstrationen auf einmal, was ist da passiert? Er lehnt sich zurück auf seinem Sofa und sagt, was weiß ich, ich habe keine Ahnung. dem möchte ich mich halbwegs anschließen, zumal ich in meiner Rolle als Person, die hier in Deutschland, aus Deutschland, über Brasilien redet, nicht habe vorab Antworten zu geben, sondern eher Bemerkungen, Beobachtungen, Anmerkungen geben möchte. Was unbestritten ist, weil die Ursachen und Motive für die Massendemonstrationen sind in Brasilien umstritten. Es gibt da einen Kampf um die Meinungshoheit. Was unbestritten ist, es waren zeitweise Millionen von Menschen auf den Straßen. Es ging von Anfang Juni bis Mitte, Ende Juni recht schnell von einigen hundert, die in São Paulo für die Rücknahme der Fahrpreiserhöhung von 20 Centavos demonstriert haben, auf mindestens 24 Großstädte, in denen Millionen von Menschen zeitgleich demonstriert haben, bis zu der Phase ab dem 20. Juni, wo dann Hunderttausende das Zentrum von Rio und Hunderttausende von das Zentrum von São Paulo und Belo Horizonte praktisch lahmgelegt haben und dementsprechend dann auch die gesamte gesellschaftliche Breite, in der politischen Breite auf der Straße war. Man sah dann Forderungen von links und rechts, es waren Faschisten unterwegs, es waren Unpolitische unterwegs, es waren alles unterwegs. Das passiert, wenn irgendwann sich die allgemeine Ansicht bricht, irgendwas ist falsch, alle gehen auf die Straße, wir gehen auch auf die Straße und demonstrieren mit und dann zwangsläufig sind alle Positionen vertreten. Die Regierung hat recht verwirrt, unbeholfen reagiert. Der Präsidialamtsminister Cardoso schlug in einem seiner ersten Interviews vor, er könne ja den, weil Polizeisache Länderhoheit in Brasilien ist, und auch, er könne ja das Heer den Gouverneuren zur Verfügung stellen, was einen klaren Verfassungsbruch darstellen würde. Die Gouverneure haben Gott sei Dank nicht darauf zurückgegriffen. Aber die Militärpolizei hat sehr hart zugeschlagen, hat dann auch Journalisten getroffen. Und dann kippte auch die Meinung bei der Presse und die Presse, vor allem auch die konservativen Medien, haben dann recht schnell erkannt, das ist ein opportuner Moment. Zuvor haben sie die Massenproteste immer kritisiert und als sie merkten, dass das kippt, das wird sehr groß, da müssen wir mit aufspringen, dann haben sie die Proteste auf einmal für gut geheißen und versucht, gegen die Regierung zu wenden. Unbestritten ist auch, dass diese Proteste in ihrer Mehrzahl, einen ganz großen Anteil getragen wurden von Leuten, jungen Leuten, die zum ersten Mal in ihrem Leben demonstriert haben. Also Leute, die nicht die Demonstrationen gegen den korrupten Präsidenten Collor de Mello 92 mitbekommen haben. Leute, die nicht die Militärdiktatur erlebt haben, die also nicht bei den Diretas Jar Demonstrationen 83, 84 dabei waren, etc. Die Regierung hat unbeholfen reagiert und überhaupt nicht verstanden, warum jetzt hier demonstriert wird. Sie fühlte sich ungerecht behandelt, weil sie sagten, wir haben jetzt 10 Jahre PT-Regierung gehabt, wir haben zwischen 2003 und 2010 jedes Jahr über 4% Wachstum gehabt, 2010 haben wir sogar 7,5% Wachstum gehabt, wir haben 10 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, wir haben es geschafft, dass 40 Millionen Menschen in die neue Mittelklasse aufgestiegen sind. 10 Millionen Menschen haben wir aus der extremen Armut rausgeholt. Die Mindestlöhne wurden von 2003 von 200 Reais auf jetzt 2013 auf 678 Reais erhöht. Das ist eine mehr als Dreieinhalbfachung. Die Regierung sagt, wir stecken Milliarden rein, während in Europa die Krise wütete und die Finanzkrise die ganze Welt in Abgrund zu reißen drohte, haben wir Milliarden in Infrastrukturprogramme reingesteckt. Wir verstehen gar nicht, warum demonstriert ihr jetzt? Ja, die Leute demonstrieren, sagen, es ging uns nie nur um 20 Centavos, es geht uns um viel mehr, es geht um strukturelle Sachen, es geht um Fragen. Wenn wir 2 Stunden am Tag im Transport sitzen, um zur Arbeit zu kommen und 2 Stunden wieder zurück. Es geht darum, dass jedes Mal, wenn wir den Bus wechseln, neu zahlen müssen. Es geht darum, dass der Transport eine schlechte Qualität hat. Es geht um das mangelnde Bildungswesen, die Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen, das SUS, das offen für jeden ist, was auch nichts kostet, aber die Wartezeiten sind entsprechend und der Service ist entsprechend. Und es geht darum, dass im Transportwesen beispielsweise eine Transportmafia die Preise kontrolliert und Millionen scheffelt. Und es geht darum, dass zwar die Regierung dieses Bolsa Familia-Programm gemacht hat,
was auch wirklich zu loben ist, weil es bis 50 Millionen Menschen erreicht, die Geld bekommen, um unter der Bedingung, dass ihre Kinder die Schule schicken. Das hat vor allem im brasilianischen Nordosten enorme Auswirkungen gehabt. Die Kritiker sagen, das ist viel zu wenig, es sind 42 Euro im Monat. Es ist assistenzialistisch, weil es nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Die Regierung sagt wieder, und gerade letzte Woche kam eine große Reportage, also für Familien, vor allem im armen brasilianischen Nordosten, die normalerweise in Subsistenz leben und nun zum ersten Mal Geld haben, auch wenn es nur 42 Euro im Monat sind, dann hat das Auswirkungen, und zwar nicht nur auf der Konsumebene und dass das Auswirkungen auf das Wachstum hat, sondern im brasilianischen Nordosten zumindest reden sie von den neuen Severinas. Es gibt von Ferreira Goulart so ein sehr bekanntes Buch über Tod, und das gibt es auch auf Deutsch übersetzt, Leben und Sterben von des Severino. Und das haben sie als Severina umbenannt, und das sind die Frauen im brasilianischen Nordosten. Weil dieses Bolsa Familia-Programm basiert darauf, dass wenn möglich die Frauen der Familie das Geld direkt ausbezahlt bekommen, darüber die Kontrolle haben und dann über sich und die Verwendung der Gelder entscheiden können für sich und ihre Familie. Das hat neuesten Erkenntnissen zufolge, vor allem im brasilianischen Nordosten, das muss man anerkennen, so kritisch man auch immer zum Bolsa Familia-Programm steht, in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse gleichsam revolutionäre Auswirkungen. Das ist ohne Zweifel anzuerkennen. Aber die Kritiker sagen weiterhin auch zu Recht, all das ändert nichts strukturell. Wir haben weiterhin das Problem, ihr steckt Milliarden in Großprojekte, sei es in die Staudämme in Amazonien, an Belo Monte-Staudamm, Rio Madeira, sei es an das ThyssenKrupp-Stahlwerk in Rio de Janeiro, was den Anwohnern die Luft wegnimmt, sie krank macht und den Fischern die Lebensgrundlage raubt. Weiterhin leben 16,2 Millionen Menschen in extremer Armut, und diese vermeintlich, 40 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer, die den Aufstieg in die neue Mittelklasse geschafft haben, laut Regierungsangaben. Wenn man sich die nämlich anschaut, was das bedeutet, es gibt jetzt neue 8 Einkommensgruppen, und Mittelklasse definiert diese Statistikbehörde ein monatliches Familieneinkommen ab einer Höhe von 291 Reais, umgerechnet 5 Euro bis zu 1019 Reais, umgerechnet 333 Euro. Das nur zur Erklärung, dass, wenn der Begriff Mittelklasse fällt, ist das sehr mit Vorsicht zu genießen. Eine weitere Frage. Es wurde auf die Frage, wer protestiert. Es wurde immer wieder berichtet in der Presse, es wäre überwiegend jetzt die Mittelschicht, die protestiert. Hieß es erstmal so richtig, wenn man den Daten von Datafolha, also von der Folha de São Paulo, die machen immer recht große Erhebungen, die haben sich auf die Avenida Paulista begeben und dann an die 1000 Leute befragt, und das kam dann raus, gut, es ist überwiegend Mittelschicht, möglichst überwiegend Bildung etc. Nur die Herren und Damen von Datafolha haben sich nicht in die südliche Peripherie bewegt, weil zeitgleich zu den Demonstrationen auf der Avenida Paulista gab es in der südlichen Peripherie von São Paulo eine mindestens genauso gleich große Demonstration, die eine Sterndemonstration war, die zusammenlief aus den verschiedenen Vorortstädten. Das waren genauso viele, und das war die Peripherie, und da ist nicht nur die Mittelklasse vorhanden. Insofern, es war die ganze Gesellschaft, und alle haben erkannt, es ist etwas im Argen. Nur die Frage ist, was folgt daraus? Die Regierung sagt, wir haben ja reagiert. Wenn die Regierung sagte, stellt sich hin und sagte, schaut euch die Millionenproteste vom Taksim-Platz in Istanbul, Tahrir-Platz in Ägypten an, da hat die Regierung mit Kugeln geantwortet. Wir haben sofort unser 5-Punkte-Programm aufgelegt und gesagt, wir machen Politikreformen, wir reichen ein Plebiszit ein, den Vorschlag zu einem Plebiszit, lassen euch darüber abstimmen. Und was können wir denn dafür, wenn das im Rahmen der Machtspiele des Kongresses, wo die PT nicht die Mehrheit hat, keinen Durchgang findet. Und jetzt im Moment sind die Proteste abgeflaut, werden aber, und da sind sich eigentlich alle einig, werden spätestens zum 12. Juni 2014 massiv wieder aufflammen, weil das war eine Erfahrung, die die Brasilianer gemacht haben. Vor 50 Jahren, also nächstes Jahr, jährt sich zum 50. Mal der brasilianische Militärputsch. Dieses Jahr haben wir den 40. von Chile, und nächstes Jahr ist der 50. Brasilien. Die Rückkehr zur Demokratie war 85, und seit 85 haben vor allem die sozialen Bewegungen
in Brasilien sehr viel gearbeitet, sehr viel Überzeugungsarbeit, Bildungsarbeit, Informationsarbeit gemacht und es hat sich in Brasilien sehr viel geändert in den letzten Jahren. Waren es noch in den 80er, 90er Jahren, wenn es zu Protesten kamen, überwiegend die Landlosenbewegung, es waren also Proteste auf dem Land, wo es um harte Landkonflikte geht, so hat sich jetzt erstmals auch massive Proteste in der Stadt eingestellt. Und die Menschen haben verstanden, sie haben Rechte. Sie haben Rechte, die sie einfordern können und für die sie kämpfen können. Das tun sie über Demonstrationen und der opportune Moment, das Window of Opportunity mit dem Confederations Cup hat gezeigt, wenn man mit ein paar tausend Menschen auf die Straße geht und die Weltpresse und Kameras dabei sind und dann der FIFA-Chef Sepp Blatter im Stadion ist, gleichzeitig mit Präsidentin Dilma Rousseff und man laut anfängt zu pfeifen, die Weltpresse hält drauf und man sieht die Angstperlen, die Schweißperlen vor Angst auf den Stirnen der Regierenden. Das ist etwas, das gibt den Menschen, glaube ich, die Überzeugung, wir können das heute alles nicht ändern, aber wir können weitermachen. Und es ist allgemeine Überzeugung, dass die Proteste nächstes Jahr, spätestens zum 12. Juni 2014, massiver, noch viel massiver weitergehen werden. Was daraus wird, kann ich nicht einschätzen, steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen. Ich will nur mit einer Szene schließen. Weil ich auch so negative Sachen eben berichtete, wie den Angriff von 1000 Faschisten im Zentrum von Rio oder im Zentrum von São Paulo, die mit Knüppeln und Stangen auf alles losgingen, was rote Fahnen oder rote Halstücher trug. Belo Horizonte am 23. Juni, das war ein Sonntag, ein verregneter Sonntag, es gibt ein schönes YouTube-Video dazu, unter einem Autobahnzubringer. Unter der Brücke eines Autobahnzubringers haben sich 2500 Menschen versammelt, um miteinander zu reden, einander zuzuhören, horizontal sich zu respektieren, den anderen reden zu lassen, ausreden zu lassen. Da etwas, wenn man das beobachtet, wo ein jedes libertäres Herz vor Freude jaucht. Und das sind Sachen, dieses Reden und Reden lassen, das ist etwas, was ein zutiefst demokratischer Prozess ist. Und das hat sich mehr und mehr in diesen Assembleias Populares durchgesetzt. Das heißt noch nicht, dass es eine Massenbewegung ist, aber das ist etwas, das haben die Menschen, glaube ich, verstanden, dass man... Sie haben nicht nur das Recht, für ihre Rechte einzustehen, sondern sie haben auch das Recht, über ihre Rechte zu reden und öffentlich zu reden. Und das ist eine Form von Basisdemokratie, die ich sehr sympathisch finde und die hat viel Auftrieb bei den Massenprotesten der letzten Monate bekommen. Dankeschön. Ja, das stimmt in der Tat sehr hoffnungsvoll, auch wenn es sich wahrscheinlich tatsächlich in Brasilien erst noch zeigen wird, wie die Proteste dort weitergehen. Carlos, dazu würde ich dich gerne fragen. Du bezeichnest dich als Marxisten und beschäftigst dich seit vielen Jahren praktisch und theoretisch mit gesellschaftlichen Transformationen. An den Bildungsprotesten hast du selbst zum Teil teilgenommen. Wie schätzt du das Potenzial der aktuellen sozialen Bewegungen denn ein? Können die denn tatsächlich was erreichen? Wollen die was erreichen, vielleicht auch? Was anderes Mikro? Ahora sí. Ayer con algunos compañeros que me preguntaron si era marxista y yo le dije sí, soy marxista. Es genético. Mi papá era comunista. Bueno, son viejas tradiciones. Uno hace lo que puede. Y lo mismo me preguntaron unos estudiantes en Santiago. Yo les decía, soy marxista, pero tengan presente que van ganando los malos. Un estudiante levantó la mano y dijo, pero profe, en la mitad de la película siempre van ganando los malos. No estamos ni siquiera en la mitad de la película, pero es cierto que van ganando los malos. Permítanme decir algunas cosas sobre marxismo y sobre izquierda, explícitamente, directamente. Yo creo que es necesario inventar un marxismo para el siglo XXI, que asuma un capitalismo altamente tecnológico,
que rechace, que se desprenda del socialismo burocrático radicalmente, que haga un análisis de clase, que muestre que el socialismo burocrático fue una sociedad opresiva, totalitaria, y que el marxismo no está ligado necesariamente a esos procesos burocráticos. Es necesario inventar un marxismo que critique la burocratización de las sociedades socialistas, de las sociedades capitalistas. Pero los marxistas no son los únicos revolucionarios. Los marxistas no son, ni deben ser, toda la izquierda. Los marxistas no son ni siquiera los mejores revolucionarios o la mejor izquierda. Hay muchas izquierdas. Y dentro de las muchas izquierdas están los marxistas. Y hay muchos marxismos. Lo que yo creo es que es necesario armar una gran izquierda diversa, con los anarquistas, con los ecologistas, con las feministas, con todos los que estén en contra del poder burocrático del sistema capitalista, una izquierda que pelee más con la derecha que con la izquierda, en contra de lo que son nuestras tradiciones más sagradas, una izquierda que desarrolle una amplia tolerancia hacia izquierdas no convencionales, que son izquierdas porque se oponen al sistema. Yo creo que es necesario no pensar en un partido único, ni en una línea correcta. Tiene que haber muchos partidos, tiene que haber muchos movimientos. Gente que cree en la estructura, partido, movimiento, grupo, activista, y hay que ser capaz de convivir con esas formas de organización. No hay que discutir de organización. Yo creo que es necesario no plantear una línea correcta, sino un espíritu común y desarrollar una amplia tolerancia al interior de ese espíritu común. Es necesario oponerse en red a un sistema que nos domina en red. Los módulos de una red pueden ser incluso parcialmente contradictorios entre sí. Lo importante es que el espíritu común, que las acciones comunes apunten en una resultante, ¿no?, que nos lleve a la superación del sistema. En ese sentido, yo creo que los marxistas pueden decir algo sobre la transformación social, pero no pueden ni deben decirlo todo. No, hay muchas voces más allá del marxismo. Cuando hablan las feministas, los marxistas deberían escuchar, porque los marxistas se han portado mal en ese ámbito. Cuando hablan los ecologistas, los marxistas deberían escuchar, porque los marxistas se han portado mal en ese ámbito. Y bueno, en otras cosas, cuando hablan los marxistas, los demás deberían escuchar, porque los marxistas han dicho muy buenas cosas acerca del capitalismo, han dicho muy buenas cosas, ¿no? Muy bueno, el marxismo es una muy buena argumentación en contra del capitalismo, asumiendo la violencia histórica. En ese sentido, como una izquierda entre muchas izquierdas, soy marxista. Entiendo que no es común que los marxistas... piensen de esta manera. Y entiendo perfectamente que cuando los jóvenes desconfían de la política, cuando desconfían de las izquierdas, cuando desconfían en particular de los marxistas, yo creo que tienen muy buenas razones. Creo que tienen muy buenos precedentes para desconfiar. Pero no estamos obligados al marxismo del siglo XX. Podemos crear un marxismo del siglo XXI. Mi opinión es que estos movimientos sociales pueden tener éxito en unas medidas muy variables. Muy variables. Se pueden obtener reivindicaciones. Pero cualquier reivindicación puede ser reconvertida a la lógica del sistema. Se pueden obtener reivindicaciones que parecen serlo y en realidad son todo lo contrario. Por eso es necesario ir más allá de las reivindicaciones puntuales, de las reivindicaciones inmediatas. Es necesario exigir más.
se dice que los fondos de pensiones no pueden pagar las pensiones de todos los adultos mayores porque la curva demográfica de la población ha cambiado de tal manera que los adultos mayores son, ¿no es cierto?, una enorme cantidad y las personas que trabajan no podrían mantenerlos. Eso es simplemente falso. La riqueza ha crecido a un ritmo extraordinariamente más rápido que la proporción de los adultos mayores. Y entonces, ¿pueden los fondos de pensiones obtener, dar pensiones dignas para los adultos mayores? Por supuesto que pueden. El problema es que cuando ellos dicen los fondos de pensiones no alcanzan, lo que quieren decir es que no quieren disminuir sus ganancias. Es que no quieren aumentar, no quieren convertir el aumento de productividad en beneficio social. Entonces, los marxistas tienen buenos argumentos y parte de esos buenos argumentos es que los movimientos sociales hay que politizarlos para poder tener una cierta perspectiva, para escapar de la lógica ilusión-desilusión hacia una perspectiva de trabajo más permanente. No estoy seguro si contesté la pregunta, pero era lo que me interesaba contestar. Ja, vielleicht war es ein Teil der Antwort und noch nicht die ganze Antwort. Du hast gerade vorgestellt, wie eine breit aufgestellte Linke aussehen müsste, die tatsächlich zu sozialen Veränderungen beitragen kann. Du hast auch erklärt, dass man von den Punktforderungen wegkommen müsste, weil diese Punktforderungen immer die Gefahr in sich bergen, dass man dann doch, dass es doch wieder ins System kooptiert wird, die Forderung oder die Einlösung der Forderung. Pavel, siehst du denn so eine breit aufgestellte Linke? Siehst du so eine breit aufgestellte Linke, die fähig wäre, von einzelnen Forderungen wegzukommen? Also ich denke, ich werde auf Spanisch antworten. Pienso que para conectar con lo que dijo Carlos, que efectivamente un problema sustancial del movimiento no solo chileno, sino que de siempre ha sido el riesgo de perder lo ganado, que se expresa en cualquier movimiento revolucionario o de transformación que logra una parte de sus objetivos. Y que hace mucho daño la desconfianza de los estudiantes y de los pingüinos y de muchas personas hacia los partidos políticos tiene que ver con eso. Y en ese sentido yo encuentro que lo que es lo más importante a mi manera de ver es el desarrollo de las formas de comunicación sobre lo que queremos. Porque como decía Carlos, es muy fácil agarrar una petición o una propuesta y dar la vuelta. Marcel Claude, que es uno de los candidatos presidenciales para la próxima elección, plantea la Asamblea Constituyente ya. La verdad es que a mí me asusta eso. A pesar de que yo quiero una Asamblea Constituyente, pero yo no quiero llegar a la instancia de la Asamblea Constituyente para que nos vuelvan a meter el dedo en la boca. En ese sentido, yo encuentro muy interesante y más interesante que la experiencia de los universitarios, la de los secundarios, o sea, de los pingüinos, de los que van al colegio, y en parte la de las regiones, donde se ha desarrollado mucho más la forma de tratar de buscar caminos para pensar sobre lo que queremos.
los estudiantes, quizás por un, digo quizás, no, no lo sé, los estudiantes están muy enfocados a la universidad y tienen un concepto de movilización y de cómo se cambian las cosas que está ligado de cierta manera a los partidos. Las manifestaciones estudiantiles tienen mucho de la masa en la calle, de mostrar presencia, de hacer manifestaciones gigantescas. Pero finalmente al gobierno, si los estudiantes ocupan las universidades, no le va ni le viene mayormente. Los pingüinos, que tienen mucho más interés en el barrio que en la escuela, porque los estudiantes, para los estudiantes la universidad es muy importante, para los pingüinos el colegio es un lugar más bien repudiable. Pero los pingüinos tienen una conexión con el barrio muy fuerte, y los pingüinos han desarrollado otras maneras de comunicarse. Los estudiantes han copiado sus formas de organización en cuanto a manifestación, de usar internet, de ser rápidos, de poder armar una manifestación de un día al otro. Eso los estudiantes lo han encontrado súper interesante. Pero el meterse a realmente reconstruir todo el proceso de cómo los pingüinos llegaron a estar en la situación en que estaban, y eso lo han hecho niños de 11, 12, 14, 15 años, a un nivel y una manera sorprendente. O sea, si alguna vez tienen la posibilidad, en YouTube se encuentra mucho, mucho. Y si tienen la posibilidad de ver ese tipo de discusión y el nivel de conclusiones al que llegan, yo creo que ahí estamos frente a un momento que, a mi gusto, a mi manera de ver, y por lo que yo prefiero también, tiene mucho que ver con empezar a construir juntos o a soñar juntos algo que queremos. En ese sentido yo veo los pasos que han dado el movimiento estudiantil mucho más hacia el mundo partidista. Los líderes más importantes del movimiento estudiantil hoy día son casi todos candidatos, y apuestan por un camino que yo no digo que no hay que dar una pelea, pero que está, uno, muy desprestigiado, y dos, que tiene problemas inherentes para los cuales los estudiantes no, a mi gusto, han ofrecido respuestas contundentes, como para decir que algo distinto va a pasar si el PC mañana tiene más diputados. O si Camila Vallejo logra ser, yo no digo que ella vaya a ser una mala diputada, pero va a ser una diputada dentro del sistema chileno. Y lo que están planteando los pingüinos y lo que se está planteando en Freirina tiene otra calidad que a mí me parece mucho más esperanzadora. Dankeschön. Ich würde jetzt Christian noch eine Frage stellen und dann würde ich öffnen fürs Podium. Christian, du hast, ich denke, ein großer Unterschied zwischen Brasilien und Chile, den hast du jetzt gerade schon aufgemacht. Wir haben uns heute eben viel über die letzten Jahre auch in Chile unterhalten, über die neoliberalen, die neoliberale Politik, wie alles während der Demokratie, wie alles immer schlechter wurde, um das jetzt zu überspitzen, während der Demokratie. Und du hast vorgestellt, dass in Brasilien eben mit der Regierung von Lula und von jetzt Dilma Rousseff doch sehr viele Fortschritte gemacht werden konnten. Pavel und Carlos hat das ja auch deutlich gemacht, sehen in Chile keine Veränderungen über das Parteiensystem. Wie würdest du das einschätzen für Brasilien? Ist das, kann vielleicht die sozialen Bewegungen in Brasilien, wenn sie es jetzt nicht schaffen, die Proteste aufrechtzuerhalten, wenn sie es nicht schaffen werden, das System zu stürzen, kannst du dir trotzdem vorstellen, dass es positive Veränderungen geben wird, dadurch, dass es jetzt diese starke Mobilisierung gibt, dass man da innerhalb des Systems wirklich vorankommen könnte? Gut, ich muss vielleicht nochmal kurz klarstellen, also ich habe vorhin versucht, die beiden Seiten der Medaille darzustellen, weil ich glaube, es gibt nicht immer nur ein Entweder-Oder, sondern es gibt oftmals ein Sowohl-als-Auch. Also es war ein Versuch, beschreibende Anmerkungen zu machen über, wie die letzten 10 Jahre PT-Regierungen gelaufen sind, was dort passiert ist, was für Erfolge erreicht wurden, diese Erfolge auch zu würdigen, aber eben auch mit Kritik nicht zu sparen. Und ich habe versucht, das in indirekter Rede zu machen, indem ich immer die Regierungsposition zitiert habe, als auch die der Kritikerin.
Ich denke, die sozialen Bewegungen haben, und Pavel hat das vorhin genannt, es ist erstmals erwiesen, dass das System in die Defensive geraten ist. Den fand ich sehr schön, den Satz, weil das traf genau auf diese Tage des Juni in Brasilien zu. Also zu sehen, wie die Schweißperlen auf der Stirn der Regierenden herunterperlen, als die Demonstranten gepfiffen haben und draußen vor dem Tor die Straße von den Taxifahrern blockiert wurde und nach dem Spiel die italienischen Nationalspieler zu Fuß zum Hotel laufen mussten, weil sie nicht mehr, das war genial. Das gibt den Menschen Kraft, das heißt aber noch nicht, dass das System an sich geändert wird. Ich glaube, und da stimme ich Carlos zu, es müssen Alternativen gesucht werden, es muss analysiert werden, was Alternativen sein können, und es muss darüber geredet werden, gemeinsam, mit gegenseitigem Respekt sich zuzuhören. Aber ich würde ihm nicht zustimmen in dem Punkt, dass wir uns nicht über die konkreten Punkte jetzt auslassen sollten, weil wir uns dann verzetteln würden, weil das sehe ich anders. Wenn ich einen Fischer höre, wie er seine Geschichte erzählt, wie ThyssenKrupp nach Rio gekommen ist, und er erzählt, wie sie alles platt gemacht haben, die Umwelt verseucht haben, den Fischern die Lebensgrundlage genommen wird, dann kann ich ihm nicht sagen, ja schlimm, wir brauchen ein anderes Gesellschaftssystem, warten wir mal ab und dann wird alles gut, sondern ich muss ihm hier und jetzt helfen. Das ist eine konkrete historische Situation, in der er sich befindet, und ich und unsere Gruppen hier, wir haben die Möglichkeit, ihn nach Deutschland zu holen, damit er seine Probleme hier bekannt macht. Deswegen haben wir ihn auch zu den Aktionärsversammlungen gebracht von ThyssenKrupp, und direkt mit den Direktoren mit seinen Fragen und seinem Protest konfrontiert, und das ging ja durch die Presse, und dann waren die Schweißperlen auf den Stirnen von Herrn Kromme, Herrn Schulz und Herrn Hiesinger zu sehen. Das sind Sachen, die kann man nicht einfach sagen, es kann nichts Richtiges im Falschen geben, und deswegen handeln wir nicht. Deswegen denke ich, zweigleisig fahren und schauen, was draus wird, weil die Antworten habe ich leider auch nicht. Danke. Gut, dann trotzdem vielen Dank. Das ist trotzdem sehr handy. Und genau, gerne. Perdón. Yo quiero recoger la pregunta anterior que tú hacías de si es sorprendente, si son sorprendentes las manifestaciones en Brasil o son sorprendentes las manifestaciones en Santiago, en Chile. Yo creo que compañero presentaba el problema de si son las capas medias las que desde las cuales surgen estas manifestaciones. Lo que quiero indicar es que hay que tener presente que las capas medias que surgen en el neoliberalismo son completamente distintas a las capas medias que surgieron en el estado de bienestar. Cuando hay una emergencia, cuando los trabajadores calificados empiezan a subir sus salarios, cuando aumenta el consumo, cuando obtienen derechos, cuando los estados fomentan la educación, la salud y la cultura, se produce una situación de capas medias empoderadas, participando en el sistema democrático, con los beneficios de la civilización, las capas medias que se suelen asociar a la vida europea. Las capas medias que surgen con el crecimiento económico bajo los regímenes neoliberales, ¿no? No tienen los servicios del estado de bienestar, tienen que costearlos por sí mismas, no tienen el acceso a la educación, a la salud pública, ¿no? Como lo tienen en los estados de bienestar, están endeudadas de una manera que en los años 40, 50, 60 habría sido simplemente inverosímil. Inverosímil, nadie le habría prestado, ¿no es cierto?, dinero a un trabajador, por muy acomodado, por muy calificado, ¿no?, por muy capa media que sea, de la manera como se le presta dinero hoy día a los trabajadores. Y entonces, el endeudamiento, el empobrecimiento de los servicios públicos, la falta de eficacia de la educación, generan unas capas medias que están en medio de una euforia de crecimiento, que tienen unas enormes expectativas, y que cuando empiezan a vivir esas expectativas se encuentran con que en el fondo les han mentido, les han prometido el horizonte del estado de bienestar, y lo que les han entregado a cambio es unos servicios empobrecidos, unos niveles de endeudamiento intolerables. ¿Son las capas medias el origen de esta protesta? Sí, son las capas medias. Pero son unas capas medias completamente distintas a las que se conocieron en los años 50, 60, a las que se conocieron en Europa y en los lugares más privilegiados de América Latina. Eso. Ok.
Okay. Directamente quiero seguir también con algo que dijiste tú recién. Solo a modo de clarificación, porque tú dijiste que no estabas tan de acuerdo con algo que dijo Carlos, y a mí se me pareció que quizás también yo no lo expresé muy claramente porque planteé algo parecido. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, yeah. Y que tiene que ver con eso de tener una postura como decir es gibt kein richtiges Leben im Falschen, por lo tanto las acciones puntuales no tienen sentido. Cuando yo decía que lo más interesante que están haciendo los movimientos como los pingüinos y como los movimientos de pobladores y de regiones en la forma de comunicarse sobre lo que soñamos o sobre lo que sueñan ellos, me refiero a cosas muy concretas. O sea, los pingüinos no se juntaron a soñar una educación en abstracto. Los pingüinos lo que hicieron fue reconstruir cómo llegaron a la situación en la que están ahora. Y su manera de comunicarse es sobre los pasos a seguir en una lucha del día a día por objetivos muy tangibles. Entonces, a eso me refería yo en lo interesante de las maneras de comunicarse acerca de lo que soñamos, pero lo que soñamos no es necesariamente un sistema completo o un modo de vida determinado, sino que se enciende sobre puntos muy, muy reales, materiales y que están ocurriendo en el aquí y en ahora. O sea, Freirina, que yo recién lo nombré, Freirina es un pueblito en el norte donde hubo un problema con una productora de carne de cerdo. AgroSuper opuso una planta de producción de carne de cerdo gigantesca, pasando a llevar todo lo que se puede pasar a llevar. Y en forma muy corta, la vida en Freirina se hizo invivible. Pero a diferencia de lo que había pasado hasta ahora, los pobladores de Freirina se organizaron y tuvieron éxito tanto en enfrentar al gobierno como en enfrentar a la represión. O sea, en Freirina se agarraron con las fuerzas especiales de carabinero y no fueron vencidos, como lo son, por ejemplo, los estudiantes. Y el gobierno tuvo que cambiar de estrategia. Y en este momento ha habido juntas organizadas en Freirina, donde llegaron más de 130 delegaciones de regiones para compartir experiencias. Entonces, quiero solo aclarar y decir que lo que yo veo de nuevo es la manera de ponerse de acuerdo y de comunicarse. So, darauf nochmal an. Okay, genau. Okay. Dann haben wir ja Fragen aus dem Publikum. Ich gebe mal das Mikro jetzt weiter hier. Jetzt auch auf Spanisch machen. Carlos, planteabas hace un rato en la mesa de trabajo sobre los movimientos sociales que el nivel de represión entre lo que viven los estudiantes por un lado y los mapuches por otro es muy diferente, porque la violencia desatada contra los mapuches es feroz. Ha habido muerte, muertos, tortura por parte de carabineros, zonas militarizadas. ¿Cómo hacemos para parar eso? O sea, y eso tal vez conecta con la lucha contra la impunidad de la dictadura. Es una lucha del pasado, pero también hacia el presente, me parece, y al futuro también. Nee, sammeln wir doch mal vielleicht, weil mach mal Schluss, sonst gehen alle. Und wer hat noch? Ja,
Hört man da? Ja. Die Bachelet hat ja vorgeschlagen, ihre Reform, die sie als so eine Art Regierungsprogramm jetzt genannt hat, das heißt Beendigung des Binominal, des Wahlsystems, was wie eine verfassungsgebende Versammlung, aus meiner Sicht sehr wichtig, Steuerreform und freie Bildung irgendwann in einem Zeitraum von 4 bis 5 Jahren. Wie realistisch schätzen Sie das ein und was glauben Sie, was passiert, wenn darauf nicht reagiert wird? War meine Frage. Ich glaube, wir machen wirklich jetzt so eine Runde hier und dann machen. Meine Frage geht zu Chile und zur Studierendenbewegung. Ich möchte gerne wissen, wie die Kritik am parlamentarischen System, und ich habe das so verstanden, dass dieses politische System delegitimiert ist. Ich sehe das auch so. Ich sehe auch viele Parallelen hier mit Deutschland. Wir haben jetzt auch bald Wahlen, in einer Woche. Mich würde interessieren, wie ihr seht, wie so eine soziale Bewegung weitermachen muss, wenn immer wieder gesagt wird, ja, wir müssen aber in die Parlamente, weil man nur da was durchsetzen kann. Ist das verstanden? Ja, ich wollte nochmal nach Uruguay. Und zwar gibt es dort eine Vereinigte Linke, die Breite Front. Sind aber die Sozialdemokraten zusammen mit den ganz Linken. Das sind mehrere Parteien. Die stellen den einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten also gemeinsam. Und im Parlament sind dann die verschiedenen Parteien, Subparteien, vertreten. Aber sie stimmen zusammen. Und das Problem ist eigentlich, dass die Linken, und das ist auch ein Problem hier in Deutschland, dass die Linken zwar merken, dass sie progressiv sind, aber sie diskutieren so viel unter sich, dass das nie zusammenkommt. Es müsste das, was der Carlos auch gesagt hat, dass die Menschen ein minimales, ein Konsens finden, auf den sie sich einigen und dann darauf basiert arbeiten. Und das passiert nicht. Und das ist nämlich das große Problem. Jetzt ist das noch nicht mal eine Frage. Ich möchte einfach nur mal sagen, also natürlich brennt uns irgendwie sozusagen die Frage nach einer neuen Linken oder irgendwie sowas unter den Nägeln. Aber irgendwie geht's mir so, dass ich hier so für revolutionäre Geduld plädiere. Ich bin zunächst mal total glücklich darüber, dass wir in den letzten Jahren an den verschiedensten Orten in der Welt Rebellionen erleben, die zwar von einem sehr konkreten Punkt ausgehen. 20 Centavos in Brasilien, gefällte Bäume in Istanbul oder teure Gebühren für Universitäten in Chile, aber die gleichzeitig alle sozusagen einen utopischen Überschuss formulieren. Ja? Wir wollen gute Bildung. Wir wollen eine gerechte Gesellschaft oder sowas. Und das ist etwas, was wir irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren überhaupt nicht mehr erlebt haben, dass Menschen so grundsätzlich eine Alternative zum Neoliberalismus eingefordert haben. Und das ist schon verdammt viel, finde ich, ist sehr ermutigend. Und ich würde gleichzeitig sozusagen aus Erfahrung der historischen Linken sagen, naja, jetzt natürlich drängt sich die Frage nach der Organisierung dieses Widerstands, dieses Protests und so weiter auf. Und zugleich aber müssen wir auch zugeben, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir sozusagen eine organisatorische Alternative haben und mit einer organisatorischen Alternative wahrscheinlich auch schnell viel kaputt machen können. Gut, jetzt gehen wir zurück hier ans Podium. Ich denke, die ersten zwei Fragen haben sich wahrscheinlich sehr an Carlos gerichtet. Dann wolltest du zur Einigkeit der Linken noch was sagen und kann man dir das Schlusswort noch geben zu
du hast noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Dann war die Frage hier, wie begegnen wir der Gewalt? Wie kann man auf die Repression jetzt antworten? Und die Frage von der Dame auf der rechten Seite, der Vertrauen in die des Vertrauens in die Parlamente. Und Carlos. Es probable que los candidatos a diputados estudiantiles, que son 8 o 10 sobre un parlamento de 120 personas, obtengan triunfos significativos, no todos. Es probable que Camila Vallejos, Carol Cariola, Giorgio Jackson, que representa un movimiento nuevo que se llama Revolución Democrática, resulten elegidos. Es probable que el Partido Comunista de Chile, que tiene 3 diputados en un parlamento que tiene 2 cámaras, aumente su representación de 3 a 7 en 120. Sin embargo, la Concertación es un arco de alianza política que tiene parte de la derecha dentro. La Democracia Cristiana chilena es, en general, está más a la izquierda que en el resto del mundo. No es precisamente la Democracia Cristiana alemana. Sin embargo, está lo suficientemente a la derecha como para que en todas las votaciones significativas la mitad de los representantes demócratas cristianos se sumen a la derecha. O, en resumen, es muy poco probable que se alcance una mayoría significativa para cambiar desde el Parlamento la situación más fundamental en Chile. El Partido Comunista tiene su estrategia, pero la izquierda autónoma, que es un movimiento nuevo, Revolución Democrática, que es un movimiento nuevo, sobre todo a partir de los estudiantes, se han planteado las campañas electorales como un modo de hacer política, como un modo de hacer organización, como un modo de ellos mismos organizarse. Y entonces, aunque no ganen, aunque no salgan elegidos, es una experiencia extremadamente valiosa de pasar de la protesta callejera a una orgánica, ¿no es cierto?, que en algunos casos tiene la forma de un movimiento, en otros casos de un partido, en otros casos de un conjunto de colectivos. Es decir, es un paso hacia la politización de la protesta. Mi opinión es que la mayoría de los estudiantes siente una cierta desconfianza hacia esta empresa, este riesgo de ingresar al sistema político. Sin embargo, las desconfianzas de los estudiantes son solo un lado del asunto. El otro lado son las esperanzas de los trabajadores. Es decir, para los trabajadores, que un representante de los estudiantes surja como un diputado, sea elegido, tenga una votación interesante, es mucho más esperanzador que para los estudiantes. Los estudiantes son mucho más desconfiados. Y entonces hay que componer. No se está postulando al Parlamento para cambiar el sistema desde dentro. El sistema legal constitucional en Chile está extraordinariamente cerrado, se está juntando fuerza también a través de las elecciones. Y eso es una cosa interesante, abrir el abanico de las posibilidades de oposición al compromiso con el sistema político, ¿no? Ahora, yo creo que lo llamativo de eso es la vigilancia, por decirlo así, de las bases estudiantiles sobre estos eventuales representantes. Estos representantes, que son estudiantes, están sometidos a un escrutinio muy fuerte de parte de las bases estudiantiles, porque tienen esta desconfianza. Esa desconfianza, por lo tanto, puede ser algo muy positivo. Puede romper esta lógica en que los representantes no representan a los representados. Eso es parte de la pregunta. ¿La otra parte de la pregunta? Die andere Frage war, wie man... ¿Va a triunfar el programa de Bachelet o va a ser posible ejercer el programa de Bachelet? ¿Sí? Yo creo que Michelle Bachelet no va a ganar en la primera vuelta, porque hay, por primera vez en Chile, hay 9 candidatos presidenciales. El que haya tantos candidatos seguramente va a hacer que la izquierda más dura, más izquierda, obtenga en torno al 10-12%.
en que la derecha va a obtener, ¿no es cierto?, en torno al 30% que tradicionalmente ha obtenido. Eso va a dispersar la votación y va a haber que ir a una segunda vuelta seguramente entre Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, que es la derecha. Poco probable, bueno, hay que contar la votación de Marcos Enríquez, de París, y que son otras fuerzas también, que no es precisamente la izquierda, pero que va a obtener su 10%, ¿no? Ahora, sin embargo, en la segunda vuelta lo más probable es que gane Michelle Bachelet. Entonces la pregunta de si el programa de Michelle Bachelet se puede cumplir o es más progresista, pasa por preguntarse en qué consiste el programa de Michelle Bachelet. No lo sabemos. No lo sabemos. El programa de Michelle Bachelet es un conjunto de títulos que no han sido desarrollados. Lo que ella dice es que está esperando consultas con amplios sectores sociales para que le diga cuáles son los contenidos con los que hay que llenar ese título. Ella ha prometido una nueva constitución, pero dentro de los marcos institucionales. Ha prometido mejoras en el sistema de pensiones, pero sin eliminar el sistema de las administradoras de pensiones. Ha prometido educación gratuita y todos estamos esperando con angustia cuál va a ser el pero. Porque esa es la dicotomía. Hay una serie de promesas que recogen las reivindicaciones estudiantiles y cada una va acompañada de un pero. Lo que sí sabemos es que la nacionalización del cobre no aparece en absoluto en el programa. Parece una locura. Esa es la responsabilidad chavista, ¿sí? Lo que sí sabemos es que terminar con el sistema privado de administración de los fondos de pensiones es una locura, nuevamente, ¿no es cierto?, chavista, qué sé yo, al estilo de Evo Morales, que son figuras fantasmáticas que en Chile se esgrimen como representantes de la irresponsabilidad. Lo que sí sabemos es que la Constitución, dentro de los marcos institucionales, ¿no?, es contradictoria con la posibilidad de una asamblea constituyente. Se le ha preguntado una y otra vez a Michelle Bachelet si ella es partidaria de una asamblea constituyente y ha dicho en 5 respuestas distintas: debe haber asamblea constituyente, no debe haber asamblea constituyente, sí, en realidad debe, voy a escuchar a la ciudadanía. En este momento no sabemos si ella es partidaria o no, porque cuando dice que debe haber, la mitad de la concertación dice, eso es una irresponsabilidad. Cuando dice no va a haber, la otra mitad de la concertación dice, entonces no vamos a avanzar en nada. Y entonces la estrategia es mantener ese asunto de manera vaga, indefinida. Hay una campaña en Chile por la Asamblea Constituyente, marcar en el voto Asamblea Constituyente. Y se le ha preguntado en entrevistas públicas, una cosa extraordinaria que ustedes tienen que saber: Michelle Bachelet no da entrevistas directas, hay que darle las preguntas previamente, y ella selecciona el equipo que la acompaña qué preguntas va a contestar y qué preguntas no. Cada vez que le hacen entrevistas, la pregunta es partidaria de la Asamblea Constituyente, y desde hace un par de meses ella ha optado por sacar de la pauta de preguntas esa pregunta, para no contestarla. Entonces, ¿se va a cumplir el programa de Michelle Bachelet? Sí, se va a cumplir. Pero, y todos estamos esperando angustiados en qué va a consistir el pero. Danke. Dann gab es hier noch die Frage nach dem Umgang mit der Repression, oder? Genau. Las manifestaciones estudiantiles piden cambiar el sistema educacional de una manera genérica. Estamos en desacuerdo con todo el sistema educacional. Por eso los estudiantes hablan una y otra vez del modelo educacional. El modelo, ¿no? Queremos cambiar el modelo. Todos los representantes de la política establecida ofrecen reformas al modelo. Y los estudiantes insisten en que quieren cambiar el modelo como conjunto. Hay un diálogo de sordos, ¿sí? Incluso la promesa de educación gratuita que ha hecho Bachelet está en esa lógica. Mejorar el modelo. Y Giorgio Jackson le ha contestado directamente: no queremos mejorar el modelo, queremos cambiar este modelo, ¿sí? Sin embargo, esa demanda radical tiene un reverso. No afecta a los empresarios directamente. Los empresarios siguen haciendo negocios con la educación.
Y mientras más se demore la protesta, más van a seguir haciendo negocio. Entonces, en la protesta estudiantil no hay intereses empresariales específicos, puntuales, en peligro. Los empresarios están esperando que sus representantes en el Parlamento van a salvar lo que a ellos les conviene. En cambio, en el conflicto mapuche hay empresarios que tienen inversiones directas, que corren un riesgo inmediato. Los empresarios, sobre todo de las empresas forestales, de la celulosa, de la madera. Yo creo que el exceso de represión hacia los mapuches tiene un trasfondo cultural, la discriminación al pueblo mapuche. Pero además tiene una razón inmediata. Hay empresarios que están pidiendo directamente, de manera inmediata, que salven sus inversiones, que no las pongan en riesgo. Por eso el exceso, por eso la militarización de la zona mapuche. No se ha militarizado el conflicto estudiantil. Hay que tener en cuenta además que en el conflicto estudiantil, los estudiantes secundarios, lo decías muy bien, yo creo que es muy bueno eso que has recogido de los pingüinos, los estudiantes secundarios son los más radicales. Los estudiantes secundarios salieron a reclamar por el alza en los pasajes y le preguntaron, ¿qué quieren? Y entonces dijeron, queremos, ¿no es cierto?, pasajes en el transporte público gratuito. Queremos una educación mejor. Queremos que nacionalicen el cobre, queremos que cambien la constitución, queremos que se termine este sistema, todos juntos. Los estudiantes universitarios se demoraron en hacer un programa parecido, y los estudiantes secundarios ya lo sabían. Cuando les dijeron, pero es que no hay recursos, dijeron, nacionalicen el cobre. Sin embargo, los estudiantes secundarios no votan. Y entonces el poder político ha relevado, ha enfatizado la importancia de la protesta universitaria. Y todas las ofertas de mejoramiento del modelo educacional van destinadas a los estudiantes universitarios. Sebastián Piñera, en los primeros momentos del conflicto, dijo, pongo 4.000 millones de dólares para mejorar el sistema universitario. Los rectores de las universidades estaban felices y dijeron, sí, queremos 4.000 millones de dólares. Cuando se habla de la educación media, en cambio, incluso Piñera propuso lo mismo que está proponiendo Michelle Bachelet. Mejoremos la educación subvencionada. Es decir, aumentemos las subvenciones que los empresarios privados reciben para que los jefes de familia no tengan que costear la educación. Eso es educación gratuita en el programa de Michelle Bachelet. Potenciar a través de subsidios estatales la educación privada. Y lo que los estudiantes secundarios están proponiendo es terminar con las subvenciones privadas en educación. Que ni un peso del Estado chileno vaya a dar a bolsillos de empresarios educacionales. Eso lo están proponiendo los estudiantes secundarios y los estudiantes universitarios no se han hecho cargo de esa demanda. Es llamativo y es esperanzador que precisamente los elementos más radicales de esta protesta sean los más jóvenes. Die Frage über die notwendige Einigkeit der linken Parteien. Das Problem ist, dass die Parteien sich blendend verstehen untereinander. Es ist kein Problem, der zu Einigung zu kommen, Verhandlungen zu führen. Das Parlament in Chile funktioniert sehr gut. Das Problem ist der Ausschluss von zahlreichen Akteuren, die überhaupt kein Gehör oder kein Zugang zu den Parteien haben. Und in dieser Hinsicht, als ich vorhin davon sprach, dass die Studenten meiner Ansicht nach diesen Weg wählen, ins Parlament zu streben, auf jeden Fall, ich betone das nochmal, es ist nicht unwichtig, im Parlament zu sein und es ist auf jeden Fall ein Ort, wo wichtige Dinge geschehen. Aber die Einigkeit, die gesucht wird, um linke Projekte
zu entwickeln, müssen einen anderen Hintergrund haben, denn die Parteien haben eine Art und Weise zu funktionieren in Chile, die schon sehr eingespielt ist. Als ich vorhin davon sprach, dass die Studenten die Straße besetzen und ihre Unis besetzen und dass keine größeren Probleme für die Regierung bedeuten, habe ich nicht erwähnt, was sozusagen die andere Seite davon ist, nämlich dass die sowohl die Mapuche wie auch die Schüler wie auch die Bewohner der Regionen ein anderes Druckmittel haben, indem sie den Raum besetzen. Und mit Raum meine ich im Falle der Region dort, wo der Reichtum Chiles produziert wird. Wenn Freirina anfängt, das Tal zu kontrollieren, wenn Calama durchsetzt, dass die Verteilung des Reichtums der Region nicht so nach Santiago fließt, wie es bisher gekommen ist, das sind Punkte, die wirklich ans Eingemachte gehen. Und die Studenten sind dazu übergegangen, auf Maßnahmen zu antworten, in denen Schulen kurzerhand geschlossen wurden und viele, viele, viele Mitglieder der Schüler, der Schülerbewegung ausgeschlossen wurden, sind dazu übergegangen, diese Schulen zu besetzen und selbst zu verwalten. Und ein vorstellbarer Weg ist, dass der Druck auf die Parteien über konkrete Veränderungen ausgeführt wird. Das heißt, wenn sich die Regionen organisieren und es fertigbringen, zu sagen, das ist etwas, was wir wollen, und wenn ihr das nicht macht, dann wählen wir euch nicht. Es ist ein anderes Druckmittel, als wenn man die Parteien öffnet, um mit denen zu reden. Also das ist in Chile auch schon in großen Teilen, da wird nicht mehr dran geglaubt. So viel zur Notwendigkeit der Einigkeit. Okay, ich mach's kurz, ich verspreche, ich bleibe unter 60 Sekunden. Die brasilianische Protestbewegung hat klar und deutlich gesagt, es ging nie nur um 60 Centavos, es geht um Rechte. Und ich würde kurz nur noch dazu anmerken, es geht um Rechte und ums Diskutieren darüber. Hier und dort, überall. Das ist alles. Dankeschön. Dankeschön. Schönes Schlusswort. Es ist jetzt 5:05. Es wurde vorhin an uns appelliert, Revolutionäre Geduld zu haben. Ich danke Ihnen heute, dass Sie so viel Geduld bewiesen haben und noch bis jetzt geblieben sind. Ich danke vor allem auch den Übersetzern, die heute unglaubliche Arbeit geleistet haben. Organisatorinnen und besonders den Referenten heute. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über die Erfahrungen in Chile, aber auch über die Bewegung jetzt. Herzlichen Dank.